Mit den richtigen Lautsprechern macht Musik hören richtig, richtig Spaß. Es gibt aber nur sehr wenige Lautsprecher im bezahlbaren Bereich, die ja wirklich eine sehr authentische Klangabbildung haben, die nicht übertreiben, die nicht irgendwie im Bastik auftragen oder in den Höhen überspitzt den Klang wiedergeben. Ein besonders herausstechendes Pärchen haben wir gefunden, und zwar die neue Quadral Chromium Style 8, und die möchte ich Ihnen heute gern zeigen. Hallo zu den Heimkinoraum Video News, mein Name ist Christian Obermeier. Ja, der Chromium Style 8 liegt bei ca. 2000 Euro für das Pärchen, ist also ein hochwertiger Lautsprecher in der Preisklasse, wie wir andere Lautsprecher auch hier bei uns im Heimkinoraum haben, zum Beispiel die DALI Opticon Serie oder vom Monitor Audio die Silver Serie. Dieser Quadral ist was ganz Besonderes, der Chromium Style, denn er ist zum einen für eine wandnahe Aufstellung konzipiert. Das heißt, hier ist sogar gewünscht, dass man den Lautsprecher nah an die Wand stellt, was es natürlich einem deutlich leichter macht, wenn man so einen Lautsprecher auch mal in seinem Wohnzimmer installieren will. Und was hier sehr positiv auffällt, es wird also auf viel Schnickschnack in Anführungszeichen verzichtet. Hier fokussiert man sich voll auf den Klang, und zwar um eine möglichst, wie soll ich sagen, lineare Klangabbildung. Ohne zu übertreiben, ohne zischelnde Höhen, ohne einen übertriebenen Bass. Man möchte also wirklich hier die Musik hören, wie sie auf der Platte, auf der CD wirklich drauf ist. Es handelt sich bei dem großen Standlautsprecher hier aus der Chromium Style Serie um ein klassisches Drei-Wege-System. Man hat also hier zwei parallel laufende Tieftöner, einen separaten Mitteltöner und einen hochwertigen Bändchenhochtöner. Das Gehäuse an sich ist sehr kompakt gehalten, also durchaus gefällig auch in dem Wohnraum. Nach hinten so leicht abgerundet, wird auch ein bisschen schmäler nach hinten, ja, und hat auch gar nicht so eine Riesengehäusetiefe. Auf der Rückseite sieht man hier die Bassreflexöffnung. Wir haben also Bassreflex nach hinten. Da unten gibt es hier noch ein paar hochwertige Lautsprecheranschlüsse, Anschlussklemmen. Die kann man natürlich hier, wie man das kennt, aufdrehen und dann entsprechend das Kabel direkt einklemmen. Man kann aber auch, wenn man wie hier mit Bananas arbeitet, die Stecker direkt von hinten einführen. Schön gelöst ist das magnetische Gitter, also diese Lautsprecherabdeckung. Die hat dann hier so kleine Gummipuffer. Dahinter verbergen sich Magneten, und das arretiert dann hier wirklich punktgenau an der Stelle mit einer kleinen Ausbauung hier für das Quadrallogo. Also sehr hochwertig, sehr edel gemacht. Quadral arbeitet hier mit einem Bändchen, das hier nach hinten versetzt ist, um die Laufzeiten zu korrigieren. Und das ist ein besonderes Bändchen. Das ist nicht glatt, sondern es hat eine Faltung. Man kann sich das also so ein bisschen vorstellen wie eine Ziehharmonika. Dadurch ist es wesentlich elastischer. Man kriegt also hier auch wirklich einen Plus an Dynamik rein. Es ist aber auch am Rand verstärkt, so dass man sich nicht diese bändchentypischen Verzerrungen einfängt. Und es ist wirklich ein vollwertiger Hochtöner. Man trennt also hier bei 3 kHz, um wirklich einen perfekten Übergang zum Hochtöner zu schaffen. Der Hochtöner, wie auch die beiden Tieftöner, die sind von der Membran her sogenannte Injection Cones, ist also ein Spritzgussverfahren, in dem die hergestellt werden. Und dadurch erreicht man einfach eine sehr gute Materialverteilung. Also da, wo man das Material stark haben möchte, also auch ein bisschen dicker am Hals, da kann man das eben perfekt hier dosieren, während am Rand, zum Rand hin, einfach das Material einfach dünner sein muss. Das funktioniert in so einer Spritzgusstechnik einfach deutlich besser, als wenn man jetzt ein Metall zum Beispiel ziehen würde. Damit man die notwendige Steifigkeit hier erreicht, so eine Polypropylenmembran, die ist natürlich nicht ganz so hart, damit man diese Steifigkeit erreicht, werden diese Treiber entsprechend diese Membranen hier mit einer Titanschicht bedampft, und dann hat man hier wirklich ein ganz fantastisches Ergebnis, das man auch klanglich natürlich hören kann. Die beiden Tieftöner laufen parallel, einfach um die Membranfläche zu erhöhen, damit man hier noch mehr Druck hat und vor allen Dingen in höheren Lautstärken auch noch wirklich gut arbeiten kann. All diese Dinge führen also zu einem Klangergebnis mit Spaßfaktor, aber der gebotenen Neutralität. So, bei dem Lautsprecher merkt man wirklich, dass die Leute bei Quadral, die diesen Lautsprecher hier gebaut haben, wirkliche Musikliebhaber sind. Hier wird keine Effekthascherei getrieben, hier wird wirklich ein
ja, ein ehrlicher Lautsprecher in der 2000-Euro-Klasse gebaut, den man wirklich nur noch ganz, ganz selten findet. Sicher kein Lautsprecher für Bassfetischisten, sehr wohl aber für Leute, die hier auf einem sehr hohen Niveau Musik hören möchten, die einen großen Wert auf Sprachqualität, also auf Stimmenwiedergabe legen, die einen sauberen, präzisen, nicht übertriebenen Bass haben wollen und vielleicht eben in einem Wohnraum in wandnahe Aufstellung arbeiten. Für all diese Leute ist das hier wirklich eine absolute Option. Wir haben diesen Lautsprecher natürlich bei uns in der Ausstellung im Heimkinoraum in Ihrer Nähe. Sie sind also herzlich eingeladen. Kommen Sie vorbei, bringen Sie eine CD mit, bringen Sie einen USB-Stick mit ein bisschen Musik. Auch ein bisschen Zeit natürlich mitbringen und dann können Sie sich die hier in aller Ruhe bei uns gerne mal anhören und auch gerne vergleichen mit anderen Modellen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen Spaß gemacht und gefallen. Bleiben Sie up to date, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen.